Und damit Grüße und herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt, zu meinem neuen Pokémon-Projekt, namentlich Pokémon Colosseum, welches im Jahre 2004 und in Europa, genauer gesagt am 14. Mai 2004 erschienen ist. Und ich hatte aber das Glück, dass ich, sagen wir es mal so, schon am 13. Mai 2004 das Spiel kaufen konnte, weil wir hatten einen Vorverkauf, einen regulären. Ich will nicht fortfahren. Das liegt daran, dass gerade meine Memory Card überhitzt ist. Ich habe diese Big Ben Mega Memory 64X und die ist gerne mal etwas warm. Und das kann man aber gleich beseitigen. Ich bin gleich wieder da. Gleich. Ach so, jetzt hier, die Memory Card wurde in Steckplatz A gelesen. Schön. So, dann gehen wir aber mal wieder zurück, denn es gibt verschiedene Titelbildschirme. Jetzt sieht man hier die Starter-Pokémon aus Generation 3 und 2, zur linken die aus der dritten Generation, zur rechten die aus der zweiten. So, dann gehen wir mal nochmal hinein. Hier sieht man schon das Menü, brauchen wir jetzt aber nicht zu beachten. Dann sehen wir hier noch die legendären Pokémon aus Generation 3, also 2, nämlich Kyogre oder Kyogre und Groudon. Und dann haben wir noch Suicune, Entei und Raikou auf der rechten Seite. Da gucken wir jetzt aber noch das andere, angeblich ist da keine, aber was passiert, wenn ich hier ohne Speichern fortfahren? So, dann gehen wir hier mal wieder zurück. Und dann sehen wir noch die letzte Variante, nämlich mit zwei Charakteren auf der linken Seite. Wer die wohl sind? Und auf der rechten Seite sehen wir, sieht aus wie Misty und das andere ist dieser Pokémon-Fotograf oder sowas. Das könnte zumindest gut sein. Dann gucken wir mal weiter. Es befindet sich angeblich keine Memory Card drin. Aber da wird sich gleich noch eine drin befinden. Moment. Jetzt aber wirklich bis gleich. So, nachdem das jetzt ausgemerzt werden sein sollte, ist das auch, können wir jetzt endlich in das Menü. Und zwar haben wir jetzt einen Duellmodus, Kolosseum und Blitzkampf, wo wir dann zufällige Pokémon haben. Oder wir können auch das Abenteuer fortsetzen. Ich hatte schon mal was getestet. Und dann haben wir hier noch die Option, indem wir halt den Sound, die Sprache und das Vibrieren ein- bzw. ausstellen können. Wir möchten aber ein neues Spiel starten, denn das alte war nur zum Test. Eigentlich wollte ich das jetzt schon aufnehmen, aber also gestern schon, also einen Tag zuvor aufnehmen, bloß dann fanden Bauarbeiten in der Nähe statt. Und naja, gut. Also, das sind wir also. Der aus dem Titelbildschirm. Aber wer war die zweite? Das ist ein bisschen verrückt, oder? Aber es wird einige andere Dinge noch geben, die so in diesen Editionen nicht auftraten. Aber das wird man dann später sehen. Ach, hier hatten wir das Also, wo haben wir es denn hier? Francine. Genauso wie in der Blattgrün Edition wird der Charakter hier auch so heißen. Und dann können wir das Spiel doch starten. Ist Francine okay? Ja, natürlich. Da ist wohl jemand sehr wütend auf uns, aber wenn wir der sind, sind wir etwa auch ein Krimineller oder was? Oder was haben wir da jetzt getan? Ist schon ziemlich strange und dieses Motorrad ist doch ziemlich cool, oder?
Und jetzt sind wir hier irgendwo in der Wüste bei, da ja, sowas wie einer Kneipe oder so ähnlich. Naja, komm, wir gucken einfach mal, was wir denn hier Schönes haben. Oh Mann, ich bin pappsatt. Und nach guter Arbeit schmeckt es gleich noch einmal so gut. Ja, wir haben aber auch eine ziemlich fette Beute an Land gezogen, was? Ich schätze, der Boss wird dieses Mal ordentlich was springen lassen und zwar nicht zu knapp. Was für ein Tag. Ja, und wir stehen einfach mal daneben und werden nicht beachtet. Oder uns wird keine Beachtung geschenkt oder man will uns nicht mitbekommen. Keine Ahnung. Aber ist schon ein bisschen strange, oder? Ja, jetzt fahren die hier weg. Ah, komm, wir gucken mal hier in diese Kneipe rein. Oh, jetzt habe ich schon verraten. Ja, es ist eine Kneipe. Und oh, Nachrichten. Hallo und herzlich willkommen zu Pokémon News. Wie heute offiziell bekannt wurde, handelt es sich bei dem mysteriösen Komplex, der vor kurzem im Crew Canyon bei einer Explosion zerstört wurde, um das Versteck von Team Krall, einer Bande von Pokémon-Dieben, nach der bereits seit längerem polizeilich gefahndet wird. Erst die Explosion brachte den Standort des Verstecks ans Tageslicht, allerdings hatten die Verbrecher ihren Unterstopf bereits verlassen. Es wird zurzeit untersucht, wie es zu dieser Explosion gekommen ist. Wir halten Sie weiterhin auf den Laufenden bei Pokémon News. Oh. Kennen wir ja irgendwie aus dem Intro, oder? Naja, okay. Dann wollen wir doch mal mit den Leuten reden, denn das gehört ja zu einem Rollenspiel, was Pokémon bekanntlicherweise ist. Auch dieses Spin-off dazu. Kennst du eigentlich das Team Krall? Ja. Was für Halunken. Ich frage mich, wie vielen Trainern diese Typen schon übel mitgespielt haben. Und wir beantworten das mal mit Nein. Die Typen sind Gangster, die sich fremde Pokémon unter den Nagel reißen, ohne mit der Wimper zu zucken. Sie krallen sich mitten im Kampf dein Pokémon. Man sagt, sie benutzen dafür spezielle Krallbälle. Du siehst aus wie ein Trainer, also nimm dich lieber in Acht, wenn du diesen Typen begegnest. Ah ja, man kann hier mit Steuerkreuz steuern und auch mit diesem 3D-Stick, ganz normal, kann man mit X und Y bzw. Start dieses Pokémon-Menü öffnen. Genau. Und, guck mal, das ist unüblich, oder? Wir fangen mit zwei Pokémon an. Einmal haben wir Nachtara und dann Psyana. Das ist doch mal eine ganz interessante Mischung, oder? Also, das ist doch mal, ja, nicht schlecht, oder? So, welches sanft und hart, das sind ja mal ganz interessante Kombinationen. Und dann haben die beiden die Fähigkeit Synchro. Und das ist halt auch mal was Neues, dass wir Unlicht und Psycho als Start-Pokémon haben und auf Level 25 bzw. 26. Das ist halt doch schon mal was ganz anderes. Okay, dann. Dich habe ich hier noch nie gesehen auf der Durchreise oder was? Na egal, woher du kommst und wohin du gehst, ruh dich erstmal ein wenig aus. Was da wohl los gewesen sein mag, wenn dein Versteck in die Luft geht, hast du als Gangster schlechte Karten. Ich tue nichts Böses, deshalb geht bei mir auch nichts in die Luft. Ich hab's halt drauf. Was da wohl los gewesen sein mag, wenn dein Versteck in die Luft geht, hast du als Gangster schlechte... Halt, mit dem habe ich doch nicht... Ups. Dieses Team Krall, das sich einfach fremde Pokémon krallt, ist wirklich eine Schande. Es wäre fast zu schön, um wahr zu sein, wenn diese Bande nach der Explosion endgültig zerschlagen wäre. Okay, und was hat der hier mit den lila Haaren zu sagen? Ja gut, die habe ich ja auch, wenn ich meine Perücke aufsetze, aber egal. Du bist ein Pokémon-Trainer, oder? Mhm. Schon klar, ich habe einen Blick für sowas. Und du hast dieses... Ja, du hast diesen Glanz in deinen Augen. Ich wette, du hast auch ganz hervorragende Pokémon. Vielleicht ergibt sich ja mal eine Gelegenheit für einen Kampf. Aber ich schätze, gegen mich hast du nicht die Spur einer Chance. Was passiert, wenn ich mit Nein antworte? Ah, schon klar. Ich habe einen Blick für sowas und du hast diesen Glanz in den Augen. Ah ja, genau. Dann sagt er das auch. Na gut, dann gibt es hier aber erstmal nichts zu tun. Oder können wir hier diese Jukebox anwerfen? Nein, es ist halt eine ganz kleine Kneipe. Na gut, in so einen Eisenbahnwagen passt auch nicht viel rein. Also. Hey, einen Moment. So einfach kommst du mir nicht davon.
Ich heiße Willi. Und ich sehe gleich, dass man mit dir gut kämpfen kann. Du siehst wirklich nicht wie ein gewöhnlicher Reisender aus. Na komm schon, lass uns eine Runde riskieren. Ja, ich hab's doch gleich gewusst. Also los, hier geht's lang. Oh, okay. Da fordert er uns jetzt zu einem Kampf heraus. Haha, jetzt wird's heiß, jetzt geht's los. Komm schon, Vollgas. Und jetzt gebe ich Gas. Okay. Okay, okay. So, Biker Willy will uns also herausfordern. Die lila Haare finde ich aber cool. Zickzacks und Zickzacks werden von Biker Willy in den Kampf geschickt. Jetzt kommt nämlich auch etwas, was sich klar unterscheidet. Hier gibt es ausschließlich Doppelkämpfe. Ausschließlich. Und damit übertreibe ich nicht. Okay, dann gucken wir doch mal. Was haben wir denn? Biss, Verhöhner, Übernahme und Geheimpower. Ich entscheide mich für Biss und greife Zickzacks an. Naja. Und ja, diese anderen Attacken. Okay, Rückkehr richtet auch eine Menge Schaden an, da uns das Pokémon mag. Aber ich werde mit den Step-Attacken angreifen. Da haben wir ein bisschen mehr von. Also Konfusion, Flieg und Sieg. Oh, fast One-Hit. Naja, auch nicht schlecht. Das hat sich ja fast gelohnt. Und Biss, na, okay. Das beißt das Pokémon, da wurde es besiegt. Nummer 1 schon. Yay, wir haben unseren ersten Pokémon-Gegner. Nein, wir haben das erste Pokémon in diesem Let's Play besiegt. Ist das nicht toll? Das Outfit unseres alter Egos ist ein bisschen strange, aber auch ich finde sowas witzig. Ach ja, die Verteidigung sinkt. Ach, von beiden. Na gut, was soll's. Da muss man jetzt halt ein bisschen umdenken, da man... Naja, wie soll man sagen? Da man halt... ja, Doppelkämpfe ausschließlich macht. Und Doppelkämpfe sind ja nochmal was für sich, muss ich sagen. Aber sind lustig. Und ich finde sie ja auch sehr amüsant, muss ich sagen. So, Nachterrad hat also auch noch ein paar EP bekommen. Psian auch. Wunderbar, da haben wir unseren Kampf jetzt auch gesamt gewonnen. Und Biker Willy war besiegt. Ja, verloren. Da muss ich wohl noch etwas mehr trainieren. So sieht's aus. Alle Achtung, du bist ziemlich stark. Respekt, Respekt. Vielleicht solltest du mal nach Fennac gehen, westlich von hier. Da gibt es auch wesentlich stärkere Trainer als mich. Mit denen solltest du unbedingt kämpfen. Okay, das ist jetzt sozusagen unser Hinweis. Und wie kommen wir dorthin nach Fennac? Ganz einfach, wir gehen hier raus aus diesem Bildschirm. Und eröffnet sich hier die Karte. Ja, wir können hier noch nicht viel besuchen. Und die Region, die ist halt sehr wüstenbehaftet, wie man hier sehen kann. Aber wir werden später auch noch andere Bereiche sehen. Ach ja, hier steht immer noch was. Wüstenbar. Eine Tankstelle am Rand der weiten Wüste, die Reisenden Speis und Trank bietet. Und dann haben wir noch Fennac. Oase der wasserblauen Quellen inmitten der unerbittlichen Wüste. Also wollen wir doch mal hinreisen. Und die Reisen geschehen über so einen kleinen Bildschirm. Da hat man auch das Psyana im Seitensitz gesehen können, wie damals auch. Oh, was ist das denn hier? Wir kommen hier an und die schleppen so einen Sack. Hey, was machst du da? Du solltest festhalten, Mann. Das sagst du so einfach, aber das hält nicht, die hält nicht still. Wie sollen wir denn da festhalten? Hey, da drin, lass die Spirenzchen. Dauert auch nicht mehr lang. Hilfe. Ach so. Hilfe, ich werde entführt. Lass mich hier raus. Mist, der Knebel hat sich gelöst. Hey, Nervtöle, halt gefälligst die Klappe. Ach, verdammlich. Hat der Kleine da etwa alles mitgehört? Aua, das muss doch wehtun, wenn sie die einfach fallen lassen. Tja, wenn du alles mitbekommen hast, bleibt uns leider keine Wahl. Dein Pech, Kollege. Ey, Kollege, was machst du? Stress oder was? Hein. Oh, jetzt haben wir von einem Finsterling... Ja, was soll man dazu sagen, hä? Ein bisschen hier... Ja, ein bisschen Gegneraufkommen bekommen. Nein, also, weil wir halt rein zufällig in das Geschehen hineingerutscht sind. Und ich guck mal, wie lang der Part ist. Ja, okay, den Kampf, den machen wir noch, oder? Oder vielleicht kommt danach noch einer, den machen wir auch noch. Flurmel. Ja gut, die Gegner sind jetzt nicht sonderlich schwer. Wir probieren mal aus, was passiert, wenn beide auf den einen Gegner gehen.
So habe ich es damals auch immer gemacht. Lieber macht nur einer Schaden, als dass zwei Schaden machen. Oh, wunderbar, schon besiegt. Na, ja, umso besser. Da kann ja der Biss auf das andere Flomel gehen. Ja gut, die Kämpfe sind ja auch relativ einfach gestrickt. Das muss man dazu sagen. Wie mein Team hier aussehen wird, weiß ich noch nicht. Es kommt nämlich noch darauf an, müssen wir dazu sagen. Das kommt, wie gesagt, wirklich drauf an. Ach so, der Angriff steigt. Naja, das ist ja toll. Ja, komm, Biss und Konfusion. Das sollte dann alles regeln. Das ist sozusagen eine ergänzende Edition, da du hier Johto und Kanto... Naja, Johto nicht wirklich als gesonderte Edition hast, dass du hier nochmal etliche Pokémon davon bekommst. Oh, Level 27 hat das Nachtarei erreicht. Spitzverteidigung plus 3, wow. Das ist ein Spitzverteidigungstyp, das sieht man gleich. Ach so, seht ihr, da müsste ich mal bei den Werten noch was gucken. Aber dazu gleich nochmal. Ja, das war schon der Kampf. Oh, du hast ja doch was auf den Kasten. So, und dann gucken wir mal, ob der zweite auch noch kommt. Und? Wer mit meinen Flomel fertig wird, muss ein besonderer Trainer sein. Aber dieses Geschick. Im Team Krall gab es doch... Was ist los? Was geht hier vor sich? Hilfe, Hilfe, Räuber, hier sind Räuber! Blödsinn, wieso doch keine Räuber? Wir sind Kidnapper. Kidnapper, verstanden? Ach, du Vollidiot, du redest uns doch im Kopf und Kragen. Und du freu dich nicht zu früh, klar? Wir sehen uns wieder und dann zeigen wir dir und deinem Pokémon, was eine echte Hacke ist. Oje, ich glaube, da steckt jemand drin. Ach nee. Ach, das ist so fest verknotet. Was sind das nur für Kerle, die so etwas machen? Fragezeichen, Fragezeichen, scharfes S. Ach so, dann wollen wir doch mal helfen. Der Sack ist mit einem Strick fest zugebunden. Knoten lösen? Ja, natürlich. Francine zieht an dem fest verknoteten Strick. Langsam löst sich der Knoten. Francine löst den Strick, mit dem der Sack verschlossen war. Oho, welch holde Maid haben wir denn da? Gott sei Dank, endlich frei. Aber wo bin ich? Wo haben diese Kerle mich hingebracht? Wir sind in Fenag, der Stadt der wasserblauen Quellen. Und dieser junge Mann hat dich aus den Händen der Gangster befreit. Ja, das bin ich. Und wie er gekämpft hat, echt klasse. Schade, dass du das nicht sehen konntest. Ach, tatsächlich, danke, aber wer bist du eigentlich? Aha, du bist also Francine. Mein Name ist... Ja, wie werden wir dich nennen? Ach komm, ich werde dich einfach mal, weil ich den Namen ja so mag, das war, glaube ich, der 100. Fakt in meinem 100-Abo-Special. Der Name Jasmin, der gefällt mir wirklich sehr. Und deswegen wirst du ganz einfach Jasmin heißen. So sieht es aus. Jasmin. Ist der Name okay? Natürlich. So. Ich heiße Jasmin. Schön, dich kennenzulernen. Die beiden haben mich in einer Nachbarschaft überwältigt und gefangen. Ach, diese Kerle haben nicht zufällig ein, sagen wir, ungewöhnliches Pokémon eingesetzt, oder? Ein ungewöhnliches Pokémon? Nein. Die Pokémon waren ganz normal, aber was genau meinst du eigentlich mit ungewöhnlich? Naja, ist mir nicht so wichtig. Du fragst doch aus einem bestimmten Grund, oder? Vielleicht solltest du dich einmal mit dem Bürgermeister unserer Stadt treffen. Er ist sehr zuvorkommend und kann dir bestimmt irgendwie helfen. Das Bürgermeisterhaus findest du gleich links, wenn du die Treppe hinter dem Springbrunnen hochsteigst. Der Bürgermeister? Ja, gute Idee. Was hat die gesagt? Ach, naja, gut. Okay, der Bürgermeister weiß bestimmt etwas. Sag mal, Francine, es ist vielleicht ein wenig unverschämt, aber ich kenne sonst niemanden, an den ich mich wenden könnte. Könnte ich dich vielleicht für eine Weile begleiten? Na, aber natürlich. Danke, Francine. Ich wusste genau, dass du das sagen würdest. Wenn du bei mir bist, dann können diese Rowdies ruhig kommen, Francine. Wir werden bestimmt ein tolles Team, denkst du nicht? So, sie hat uns
Sie hat sich uns angeschlossen. Das ist doch mal was Tolles, oder? Ja, sie ist nämlich ganz interessant. Das Abenteuer werden wir auch nicht alleine bestreiten. Entschuldigt diesen Husten. Aber dadurch, dass wir jetzt das Abenteuer so richtig beginnen können, werden wir den Part an dieser Stelle beenden. Und wie das hier weitergeht, welche Besonderheiten das Spiel noch so auf sich hat. Weil sie sagt ja schon ungewöhnliche Pokémon. Und im Intro, was ich euch ja auch aufgenommen habe, habt ihr ja auch schon irgendwas Komisches gesehen. Naja, das wird sich wohl in den nächsten Parts, denke ich mal, auflösen. Auf jeden Fall hoffe ich, euch hat dieser Einstand in dieses Let's Play gefallen. Fürs Zusehen danke ich euch allen. Und deswegen sage ich, im nächsten Part von Pokémon Kolosseum sieht man sich.